Wie die meisten höchstwahrscheinlich bereits wissen, kommt am Freitag, wenn ich mich richtig entsinne, die Titanfall 2 Beta raus. Nur für die Konsolen, also für PS4 und Xbox One, tippe ich mal. Und ist auch halt nur eine Multiplayer-Beta, wo man dann halt so ein bisschen rumtesten kann. Im Großen und Ganzen wird es höchstwahrscheinlich keine echte Beta sein. Obwohl ich weiß gar nicht, wann Titanfall 2 eigentlich released werden soll. Aber so wie ich die Spiele mittlerweile kenne, ist es meist keine wirkliche Beta, sondern eher ein Server-Stress-Test, wo sie einfach mal schauen, wenn wirklich Leute drauf spielen, ob die Server auch halten und so weiter und so fort. Aber wirklich viel vom Spielerfeedback geht meist nicht mehr ins Spiel über. Aber komplett egal, darauf wollte ich nicht gar nicht hinaus. Wie vielleicht andere Leute auch mitbekommen haben, war ich ein großer Fan von Titanfall 1. Tatsächlich. Ich habe es mir zwar selber nie wirklich geholt, lustigerweise, sondern konnte es eigentlich nur spielen durch einen Kumpel von mir. Aber als ich es dann gespielt habe, fand ich es eigentlich ziemlich nice. Das große Problem, was Titanfall 1 meines Erachtens hatte, war, es hatte zu wenig, wie viele Spiele eigentlich mittlerweile, zu wenig Content. Das Spiel, als es rauskam, war einfach nicht wirklich viel, was man tun konnte. Insgesamt von Karten her, von Spielmodi her, von Dingen, die man halt einfach erwartet hatte für ein Vollpreistitel, speziell auch, weil die Story von Titanfall 1 einfach nur, ich weiß nicht, ob man sie überhaupt als Story bezeichnen darf, weil es eigentlich wirklich hinfällig war. Es war wie Multiplayer, nur mit so ein paar extra Cutscenes, die man da nicht mal mitbekommen hat, weil man damit beschäftigt war, irgendwie andere Leute zu töten. Ja, deswegen hat man da meist auch nicht wirklich irgendwie mitbekommen, was die Tragweite der Geschichte ist und bla. Aber egal. Es kommt jetzt eben Titanfall 2 und ich habe Angst. Ich habe Angst um dieses Spiel, weil ich fand Titanfall 1 recht gut aus verschiedenen Gründen. Also im Multiplayer zumindest, die Story, die existiert einfach nicht, über die reden wir nicht, ja? Sie hat die, naja. Titanfall 1 fand ich gut aufgrund der Tatsache, weil es simpel war. Es war für einen Modern Military Shooter, was es ja im Großen und Ganzen war, relativ simpel. Es gab nicht so viele Waffen, es gab nicht so viele Aufsätze, es gab nicht so viel Zeug, was einfach irgendwie ablenkt vom eigentlichen Gunplay. Und darüber hinaus hatte Titanfall 1 auch noch ein paar Mechaniken, die an sich halt auch recht gut funktioniert haben, wie das Wallrunning, war wirklich super und ich finde, kein Spiel hat es bisher ähnlich gut umgesetzt, zumindest von denen, die ich gespielt habe. Ich weiß nicht, Black Ops 3 hat mal irgendwie irgendwas versucht, aber da ich Call of Duty nicht spiele, konnte ich das nie austesten und hatte auch ehrlich gesagt nie Lust, das auszutesten. Und da, gut, ich weiß nicht, wie gut Black Ops 3 ankam, aber es hieß immer wieder so, Black Ops 3, und ja, keine Ahnung. Aber mir hat Titanfall 1 wirklich Spaß gemacht, auch tatsächlich, weil das Gameplay dann zusammen mit den Titans, wo ich ja ursprünglich eigentlich Angst hatte, weil ich eher nur dieses Wallrunning und den Pilot gegen Pilot Spielmodi haben wollte, die es am Anfang gar nicht gab und am Ende hat ihn auch niemand gespielt, als er da irgendwann mal implementiert wurde, hatte ich eben Angst, dass das Titan-Gameplay im Großen und Ganzen einfach nur Crap ist und eigentlich nur die Piloten Spaß machen. Hat sich dann aber für mich persönlich nicht bewahrheitet und ich fand es eigentlich immer ganz lustig, halt auch diesen Kampf als kleinen Piloten gegen einen großen Titan zu haben, der, wenn man sich schlau angestellt hat, wirklich auch gut zum Spiel beitragen konnte. Also es war auch nicht so einfach nur, dass man als Pilot dauernd weggerannt ist und gewartet hat, bis man einen neuen Titan bekommen hat. Schon auch, kommt natürlich auch gut darauf an, wie gut das eigene Team war. Aber ansonsten, wenn man in einem guten Team war oder gegen ein gutes Team gespielt hat, wenn man selbst in einem Titan zum Beispiel war, hatte man eigentlich durchgehend irgendeinen Pilot, der auf einem drauf sitzt und versucht, einen zu killen als Titan. Und das ist auch ziemlich effektiv dann. Speziell halt in Kombination, wenn man gerade eben auch noch gegen einen anderen Titan kämpft. Naja. Und meine große Angst bei Titanfall 2 ist jetzt, dass diese simplen Mechaniken im Großen und Ganzen einerseits vereinfacht und andererseits verkompliziert werden. Vereinfacht im Sinne von, dass es zugänglicher wird. Also ich meine, die Time to Kill in Titanfall 1 war eh schon nicht besonders hoch. Aber dass sie halt die Time to Kill noch kürzer machen, wie es meines Erachtens zumindest in den neueren Call of Duties immer war,
dass man wirklich halt gefühlt nur noch eine Kugel, eineinhalb streifen muss und der ist direkt tot. Was ich schade finde, weil ich finde längere Time to Kills insofern immer besser, weil sie den Spieler mehr fordern, aufgrund der Tatsache, dass man länger sein Aim halten muss und schauen muss halt, dass man den Spieler dann auch wirklich bekommt. Und auch dem Gegenüber vor allem mehr Zeit zur Reaktion geben, vielleicht tatsächlich auch was dagegen zu unternehmen, getötet zu werden oder noch davon zu kommen und ähnliche Sachen. Und das finde ich eigentlich immer sehr schön, weil ich persönlich bin nicht ein Freund davon, wo bei Spielen, dass es einfach nur darauf ankommt, wer einen zuerst sieht. Ich meine, klar ist das immer ein großer Faktor, aber ich finde, es sollte nicht der ultimativ bestimmende Faktor sein. Und ich finde, bei vielen Spielen ist es mittlerweile so, dass es wirklich nur noch darauf ankommt, wer einen zuerst sieht. Und klar war jetzt Titanfall 1 nicht ein Spiel, wo man jetzt wie bei Halo noch großartig Turnarounds machen konnte in den meisten Fällen. Aber ich finde, die Time to Kill war immer noch okay. Also ich hatte auch persönlich keinen großartig competitive Anspruch an dieses Spiel. Es war mehr halt so Fun. Und das, finde ich, hat das Spiel ganz gut hinbekommen. Und da habe ich jetzt Angst, dass Titanfall 2 ein bisschen zu sehr in diese Richtung rutscht, wo es dann wirklich halt nur noch gefühlt eine Kugel braucht, um irgendwen halt zu killen und das dann innerhalb von ein paar Millisekunden vorbei ist und komplett jede Spannung aus einem Zweikampf rausgenommen wird. Was besonders schade wäre bei Titanfall, weil Titanfall eben auch so ein spezielles Movement-System hat mit dem ganzen Wallrunning-Zeug, wo man eben auch die Chance hat, vielleicht den Gegenüber noch ein bisschen auszuspielen oder einen Turn-On zu schaffen. Ja, das ist meine erste Angst, dass sie es in dem Sinne vereinfachen. Meine zweite Angst ist, dass sie es verkomplizieren, im Sinne von, dass sie viel zu viel einführen. Dass sie zig Millionen neue Waffen reinkarren, dass sie, so wie Battlefield 3 und 4 das dann gemacht haben, 3 Milliarden Aufsätze dazu reinhauen, die im Großen und Ganzen spielt sich dann alles gleich gefühlt. Also ich weiß nicht, ich fand die Waffen in Battlefield 3 und Battlefield 4 habe ich nie gespielt, nur die Beta. Fand ich wirklich, also, keine Ahnung. Und da fand ich es in Titanfall 1 zum Beispiel sehr cool. Es gab, glaube ich, 6, 7, 8 Waffen, sowas. Und die haben sich auch wirklich sehr anders gespielt. Es war wirklich alles für jeden Geschmack so ein bisschen dabei. Es gab Waffen, die nur Burst schießen konnten. Es gab Waffen, die ganz normal SMG, Dauerfeuer, Close Quarters. Natürlich eine Shotgun gab es auch. Und dann aber auch wieder welche, die der klassische Karabiner waren. Der ist eher so auf Midrange und so weiter und so fort. Also da war jeder Geschmack so gesagt abgedeckt mit einer Waffe, aber es gab nicht zu viele von einem Typ, wo man dann am Ende sagen muss, eigentlich spielen sie sich gleich oder sie unterscheiden sich nicht viel oder sie sind unbalanced. Und das fand ich in Titanfall 1 sehr cool. Und da besteht eben meine Angst. Man hat ja jetzt schon einiges an Gameplay gesehen. Ich glaube, es wurde auch irgendwo eine halbe Stunde hochgeladen, wovon ich vielleicht auch ein bisschen was reinschneide, wo ein paar Mechaniken gezeigt wurden. Und die eigentlich auch ganz cool aussehen, wie zum Beispiel kann man jetzt so einen Grapple Hook haben, der zwar nicht an sich stark ist, um sich irgendwo ranzuziehen, aber vielleicht um irgendwo drüber zu schwingen oder ähnliches. Oder eben dann auch, dass die Titans neue Fähigkeiten haben. Also zumindest habe ich das in irgendeinem Trailer irgendwo gesehen, wo einer so groß auf den Boden haut und dann kommt, ähnlich wie in so einem MOBA, so eine Schockwelle da irgendwie entlang und alles in dem Pfad kriegt halt Schaden, außer man steht halt nicht in dem Pfad, dann kriegt man keinen Schaden, also dass man es auch halt so ein bisschen zielen muss. Und das könnte vielleicht eben auch ein bisschen mehr taktische Elemente zu den Titans an sich hinzufügen, weil die waren, also ich meine, in Titanfall 1 gab es 3 Titans und im Großen und Ganzen war der Grundgedanke hinter den Titans, der eine ist schneller, aber hat dafür weniger Leben, der andere hat mehr Leben, ist dafür aber viel langsamer. Im Großen und Ganzen hat man dann eigentlich meist nur einen Typ gespielt, weil man halt einen Spielstil bevorzugt hat. Zum Beispiel, ich habe immer gerne den sehr schnellen Titan gespielt oder ab und zu vielleicht auch noch den, der so die goldene Mitte darstellen sollte, der einigermaßen viel Leben hatte, aber halt auch ein bisschen Geschwindigkeit und ich glaube Atlas oder so hieß der, keine Ahnung. Und das waren also die 2 Titans, die ich glaube ich 90% der Zeit gespielt habe, weil ich einfach den Spielstil mehr mag, wenn es schneller ist. Und ja, da könnte jetzt vielleicht halt mal auch ein bisschen mehr als nur
der eine ist schnell, der andere ist langsam hinzukommen, sondern vielleicht auch mit speziellen Fähigkeiten, die man dann irgendwie kombinieren kann, die beim einen besser funktionieren oder so, keine Ahnung. Da weiß ich nicht, habe ich nicht genug Insight, inwiefern das da genau funktioniert und ähnliches. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass sie es nicht zu viel einfach hinzufügen mit verschiedenen Granatentypen und Waffenaufsätzen und was weiß ich noch alles, sondern einfach eine simple Formel haben, die gut funktioniert und die auch Spaß macht und wo wirklich das Gameplay im Vordergrund steht und nicht im Großen und Ganzen einfach nur ein riesiges Effektgewitter ist und hier und da einmal wieder zugeschrieben wird, was man denn alles gerade Tolles erreicht hat, weil das finde ich sehr schade und ein großes verschwendetes Potenzial, weil mir das Spiel an sich sehr gut gefällt und ich wirklich Angst habe, dass es in dem Sinne schlecht wird. Aber das ist ja nur der Multiplayer, was diesmal vielleicht auch tatsächlich ganz cool sein könnte, wäre der Singleplayer. Zumindest finde ich ihn recht interessant von dem, was man bisher gehört hat, was jetzt die Story angeht. Also gut, da muss ich persönlich sagen, es auch, trifft auch einfach meinen Geschmack, weil mich KI und so Zeug und KI und Leute und bla einfach interessiert in Stories, auch wenn es mittlerweile zum Teil ein bisschen klischeehaft wird, wo die typischen Sachen eigentlich immer wieder kehren in Filmen, wo es um Roboter und künstliche Intelligenz geht, nämlich was ist Mensch und was ist künstliche Intelligenz und ist es das Gleiche, ist Leben Leben und um die gleichen Fragen dreht sich ja immer wieder und das ist irgendwann ziemlich langweilig bei KI und künstlicher Intelligenzfilmen. Auch wenn ich persönlich es zwar immer wieder cool finde, weil ich da ehrlich gesagt irgendwie, keine Ahnung, höchstwahrscheinlich keinen hohen Anspruch habe oder sowas weiß ich, mir das einfach zusagt, vielleicht weil es mich auch selbst sehr beschäftigt, aber ja, im Großen und Ganzen hat man ja sowas oft genug gehört, aber Titanfall 2, zumindest von dem, was ich gehört habe bisher von der Story, geht vielleicht gar nicht mal so arg drauf ein, sondern hat mehr so dieses, ja, in gewisser Weise schon fast Buddy-mäßige mit dem Titan dann, weil man ist ja alleine gestrandet scheinbar auf irgendeinem Planeten mit dem Titan von wem anders, mit dem man sich dann verbindet, weil man davor war man kein Pilot und jetzt ist man dann Pilot, weil der andere Pilot gestorben ist und ein Titan braucht einen Pilot und shit und dann weiter weiß ich auch nicht, aber das am Anfang zumindest, ich glaube später geht es dann auch noch, gestern gegen irgendwen kämpft, da habe ich dann nicht mehr so aufgepasst, aber am Anfang ist es so, dass man hauptsächlich halt da, es hauptsächlich darum geht, dass man sich da irgendwie durchschlägt, weil man irgendwo gestrandet ist mit diesem Titan. Und das, finde ich, klingt an sich ziemlich cool und würde mir zumindest zusagen und ich hoffe, dass auch die restliche Story in diesem Stil irgendwie zumindest weitergeht, dass es halt dann so um diese Bindung zwischen Mensch und Maschine in diesem Fall geht und wie die sich da verstehen und shit und das meines Erachtens lustig als auch interessant werden könnte und vor allem mal eine richtige Story, nicht so wie bei Titanfall 1, was einfach... Ich weiß noch nicht ganz, was sie sich da gedacht haben, aber es war, sie hatten höchstwahrscheinlich keine Zeit mehr, was weiß ich. Aber halt vielleicht einfach mal eine richtige Story, weil das Universum, in dem Titanfall spielt, bietet auf jeden Fall auch einiges als an interessanten Möglichkeiten, die man machen könnte, um eine gute Story zu entwickeln. Die hoffentlich nicht zu Klischee Modern Military Shooter mäßig wird, wo dann Schlauchlevel über Schlauchlevel über Schlauchlevel mit ultimativ dummer KI vor allem. Das ist ja immer so, ich weiß nicht, 90% der Modern Military Shooter haben KI, die so blöd ist. Also ich meine, man beschwert sich ja schon ein bisschen bei, also zumindest ich innerlich, ein bisschen bei Halo 5 und ähnliches und auch generell die neuen Halos, dass hier im Vergleich zu Reach zum Beispiel meines Erachtens keine so schlaue KI mehr haben. Also in Reach, finde ich, war es wirklich recht krass, wo sich die Eliten dann zurückgezogen haben, ihre Schilde regeneriert haben und so weiter und so fort. Und ja, aber ich meine, das ist immer noch Halo-Standard, auf den man sich da beschwert. Und alles andere ist gefühlt so viele Meilen unter diesem Halo-Standard, dass es echt traurig wird. Also wenn man jemals in Call of Duty gespielt hat, die KI als KI zu bezeichnen, ist eigentlich schon eine Frechheit. Das ist mehr so Aimbot-Puppen, die da irgendwo rumstehen und warten auf abgeschossen zu werden oder einfach selbst innerhalb von 2 Sekunden komplett einen 3 Milliarden Headshots geben. Aber ja. Und da hoffe ich eben, dass es da nicht zu sehr in die Richtung geht und vor allem dann nicht am Ende irgendwie endet in Nuclear Missile Bomb oder so. So diese typischen Modern Military Shooter Dinge, die halt immer wieder abgezogen werden. Das fände ich nicht auch sehr schade. Aber da bin ich vergleichsweise zuversichtlich tatsächlich,
und eigentlich eher mehr beunruhigt über den Multiplayer und dass EA da wieder kommt und sagt, hey, haha, das ist zu schwer, es gefällt uns nicht, das machen wir jetzt anders und dann geht alles den Bach runter. Aber na, wir werden mehr sehen, höchstwahrscheinlich diesen Freitag, was morgen wäre. Mal sehen, ob ich das Video überhaupt noch rechtzeitig hochkriege. Aber ja, ansonsten bin ich natürlich auch immer gespannt, was ihr von Titanfall haltet, was ihr euch wünscht und höchstwahrscheinlich, weil die Beta schon draußen ist, was ihr von der Beta haltet, wobei da höchstwahrscheinlich auch nochmal ein extra Video von uns folgen wird. Schreibt mir doch einen Kommentar, ich lese die immer gerne und antworte auch meistens oftmals drauf vielleicht, keine Ahnung, kommt immer drauf an, irgendwie manchmal schon, manchmal nicht. Naja, okay, das war's von mir. Molten mit seinem cleveren Einsatz von Lava und Eis. Overgrowth mit seinem durchwachsenen Sumpf mitten in der Metropole. Torque mit seinem phänomenalen Schattenspiel mit den Lichtern des Alls.